Ubisoft. Assassin's Creed 3. Ja, und damit willkommen zum Let's Play zu Assassin's Creed 3. Ein Spiel, das ich, keine Ahnung, schon länger spielen wollte. Mir dann davor dachte so, ey Mensch, nee, erstmal fängt es mit den anderen Assassin's Creed Teilen an. Haben wir jetzt alle durch, also zumindest halt die Hauptreihe mehr oder weniger. Ja, und Revelations Brotherhood. Und jetzt ist halt Teil 3 dran, ja. Mit den DS-Teilen fangen wir gar nicht erst an, ja. Also, nein. Also, einfach, nein. Ja, deswegen, wir spielen die Story von Teil 3. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich hoffe, es wird besser als manch anderer Assassin's Creed-Titel für den PC, den wir in der Vergangenheit gespielt haben, weil, ne, es gab ja so ein paar, die waren anstrengend. Aufgrund ihrer tollen PC-Konfiguration. Das war toll. Auch dieses Spiel ist super, weil, ich kann dir mal ganz kurz zeigen, es gibt keine Option für einen Fenstermodus. Ubisoft, bitte, was? Ja, das Spiel kam 2012 raus. Warum zur Hölle gibt es keinen Fenstermodus? Dinge, die ich nicht verstehe heutzutage. Aber nun gut. Nicht lange fackeln, wir wollen anfangen. Aber wir wollen ein neues Spiel beginnen, weil ich es kann. Mein Name ist nicht Desmond, sondern ich bin Mammut. Man kennt mich vielleicht, ich bin so ein Typ aus dem Internet. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende. Wir sind da.
Gehen wir. Immer diese bedrückte Stimmung. Nur weil eine Person fehlt. Ich bitte euch. Ja? Wieso muss ich eigentlich keine Kisten schleppen? Wieso? Und wer ist eigentlich Paul? Ja? Und was ist überhaupt in den Kisten drin? Die tun so, als wäre das mega wichtig und mega schwer. Hm. Naja. Wieso bin ich der Einzige mit einem Leuchtstab? Ich fühle mich diskriminiert und ausgegrenzt. Ui, es leuchtet. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen wird. Okay. Ich weiß zwar nicht, was er uns damit sagen wollte, aber hey. Oh. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und was ich hier will. Also außer natürlich irgendwelche Geheimnisse aufdecken. Wie dieses zum Beispiel. Man merkt, er hat Dark Souls gespielt. Ja, allerdings macht er das mit weniger Schaden gegen die Wand. Ja, und wie machen die anderen das? Die tragen hier schwere Kisten. Jetzt hat er seinen Leuchtstab fallen lassen. Na toll. Wie soll er denn jetzt was sehen? Ah, okay. Ich verstehe. E gleich mc zum Quadrat. Wooftidoo. Desmond? Kannst du uns hören? Nee. Ja. Was ist passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Ja, Standard, ne? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen. Solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond.
Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach, geh zu der Markierung da drüben. Okay, das kann ich. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ups. Ja, gegenspringen ist nicht so gut. Kommt nicht so gut. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Ja, easy. Krieg ich hin, hoffe ich. Meinst du, solange es nicht so ausartet wie in Assassin's Creed 1, wo ich eine halbe Stunde lang hier mindestens Tutorial gemacht habe, ist alles okay. Ja? Es hat sich ja schon so ein bisschen eingeprägt, aber halt auch nicht vollständig. Aber das Tutorial werde ich niemals vergessen. Wie lange das ging. Okay. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Das kann ich. Hoffe ich. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Jetzt wollte ich hier schon Wandlauf machen. Ja, so schlimm ist es schon mit mir. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Okay, das kann ich. Siehst du? Easy. Zack. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Ach, nur über den Abgrund springen. Na dann. Ja. Okay. Läuft. Kann man machen. So, hepp. Ah. Ich hätte das niemals geschafft. Ich wäre da sowas von runtergeknallt. Aber Desmond Miles kann fast alles. Außer Batman-Maske aufsetzen. Warum auch immer er es tun sollte. Okay. Was? Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Ja, okay. Versuchen wir, das herauszufinden. Ich finde das schön, wie hier alles in einzelnen Polygonen und sowas durch die Gegend fliegt. Aber... Kann ich dich töten? Ich war nur in Gedanken, nur das. Ach so. Und vergesst eure Einladung. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Na dann. Ich hoffe, du hast einen Mustang dabei. So. Eine tödliche Vorstellung. Mission starten. Euren Mantel, bitte, Sir. Okay. Eine neue E-Mail erhalten. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. So, und wir sind jetzt hier im Opernhaus, oder was? Das sieht aber nicht so nach Gegenden aus, die wir vorher hatten. Schön, schön, schön. Gefällt mir hier. So. Sorry, ich muss da mal durch. Ja, sorry, es tut mir leid. Ja, ich bin hier für Star Wars 9. Sorry, ja, sorry, ja. Kann mir mal jemand Popcorn bringen? Oder irgendwas? Ah, geil. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Nee, wo denn? Wen denn? Was denn? Wo denn? Da oben?
sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Okay. Ich merke, ich bin im falschen Kino. Hier gibt's nicht Star Wars 9. Verdammt. Sorry, ich muss ins 3D-Kino. Sorry, Leute. Ja, bleiben Sie sitzen, bitte. Ich muss da mal durch. Ja, und wenn Sie auch aufstehen, dann komme ich da nicht durch. Das geht einfach nicht. Kann ich da hoch? Nein, natürlich nicht. Das würde viel zu viel Aufmerksamkeit erregen. Gut, dann kletter ich lieber in meinen Mantel hier einfach mal hoch. Oder auch nicht. Oder vielleicht. Oder eventuell. Huhu. Sie ahnen nichts von ihrem Glück. Oh ja, richtig mit Zunge. Ja, oh, wo geht der denn hin? Aha. Ach komm, sie wollte es doch auch. Habe ich genau gesehen. Siehste? Aber erst abstoßen. Hm, das sind die richtigen. Da hoch muss ich. Okay. Ich glaube, ich schaff's. Da oben muss ich dann wieder hoch. Okay. Mhm. Was geht hier ab? Politische Intrigen oder was? Game of Credo oder was? So. Was haben wir hier? Ein Fass auf einem Schachbrett. Warum? Hm. Okay. Einmal Schloss knacken, bitte. Den linken Stick im Kreis drehen, um den richtigen Winkel zu finden. Und dann die Spannung halten. Okay. Okay. Was? Habe ich jetzt noch so gar nicht raus? Hä? Ach so, okay. Dann den rechten Stick drehen, okay. Und wiederholt RT? Warte mal. Okay. Na, da muss ich mich ja mal gewöhnen. So. Was haben wir denn hier Feines? Da ist die Aufführung. Können wir da rüber hechten? So. Ich bin nur, ne? Deko. Ich bin gar nicht da. Okay. Dass die auch unter mir nichts mitgekriegt haben. Das muss doch ein bisschen Geräusch machen. Gar nicht mal so wenig. Okay. Das fällt niemandem auf. Ist okay. Wir denken einfach, das gehört dazu. Der Mond ist einfach langsam aufgegangen. Sieht man ja. Okay. Guten Tag. Sind Sie öfter hier? Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Dass es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Stirb! Was willst du denn?